Ja, guten Abend. Das war heute das erwartet schwere Spiel. Düsseldorf hat in den letzten zwei Spielen 11 Tore geschossen und hat eine Art Duftmarke gesetzt, auch schon mit dem Sieg gegen Mannheim. Und wir wussten das heute, dass das heute ein sehr schweres Spiel gegen eine gut gecoachte, gut strukturierte Mannschaft ist. Wir haben viel Teamspeed, haben ein paar Spieler, die wirklich einen guten Start in die Saison haben und insgesamt eine sehr solide Truppe sind. Und umso mehr freut mich, dass wir so haben wir gut gestartet. Die ersten 5-6 Minuten waren wir gut unterwegs. Trotzdem war das erste Drittel dann am Ende zumindest statistisch ausgeglichen auf dem Scoreboard. Und ja, ich glaube, das war dann im zweiten Drittel, das ist eine sehr enge Sache, welche Mannschaft das nächste Tor schießt. Wir waren dann bis zum Schluss mit 3-1 vorne. Und, aber das ist Düsseldorf und das Spiel ist noch nicht vorbei. Und dann hat der Buchwieser mit dem 4-2 ein bisschen Luft geschaffen. Aber insgesamt war es eine sehr enge Angelegenheit. Auch weil wir vielleicht nicht das ein oder andere Tor geschossen haben, was wir hätten können. Aber insgesamt bin ich da zufrieden mit der Leistung der Mannschaft. Bin stolz auf die Art und Weise, wie sie hier aufgetreten sind und haben ein ordentliches Spiel gemacht. Dankeschön. Ja, gut. Guten Tag. Ich muss sagen, erstmal Uwe, gratuliere du und deine Truppe. Ihr wart spritziger heute wie wir. Das ganze Spiel habt ihr besser ausgesehen. Wir sind nicht so gut gestartet, wie wir uns das vorgenommen haben, wie die letzten zwei Spiele. Und über das Ganze, wie wir gesehen haben, hat er heute Berlin für den gewonnen. Lukas Laub, nachdem ihr in den letzten zwei Spielen den Gegner doch ziemlich durcheinander gewirbelt habt, was lief heute nicht so gut? Ja, wir sind relativ schlecht ins erste Drittel gestartet, waren dann glücklich, dass wir noch mit 1-1 in die Kabine gehen konnten. Aber ja, war ein sehr intensives und schweres Spiel und am Ende hat es leider nicht mehr gereicht. Du hast im letzten Drittel in einer anderen Reihe gespielt, war das Thema in der Kabine? Wurde das richtig besprochen, dass du dann die Reihe wechselst mit Manu oder kam es einfach so? Nee, kurz vorm Rausgehen kam Coach einfach zu mir und hat gemeint, dass ich jetzt bei den zwei Center spiele und ja, jeder weiß, was sein Job ist, deswegen war es nicht allzu große Umstellung für mich. Ich sagte gerade schon, die letzten beiden Spiele alle durcheinander gewirbelt. Du hast deinen ersten DEL-Treffer gemacht. Bist du jetzt wirklich angekommen in der DEL? Ja, war Riesenfreude da, in Iserlohn mein erstes Tor zu schießen. Und ja, ich denke, jetzt bin ich angekommen und fühle mich sehr wohl auf dem Eis. Ja. Und der Puck hat schon einen Ehrenplatz? Ja, haben die Jungs, Epps und Novi haben das schön eingerahmt, habe ich heute vom Spiel gekriegt. Also ist bei mir zu Hause. Was erwartet euch jetzt bei den nächsten Gegnern? Ja, wieder schweres Wochenende auf jeden Fall. Wir gucken jetzt auf Freitag und dann nutzen wir morgen den freien Tag, um uns zu regenerieren. Donnerstag nochmal gut zu trainieren und dann, dass wir am Freitag bereit sind. Dann wünschen wir viel Glück, verletzungsfreie Saison und Dankeschön. Daniel Fischbuch, Glückwunsch zum Sieg in Düsseldorf. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, ich würde sagen, dass wir recht gut ins Spiel gekommen sind, druckvoll gestartet und unser Plan durchgezogen haben, wie wir es wollten. Nur, dass wir am Ende im ersten Drittel dann den Ausgleich bekommen haben. Aber ich denke mal, wir sind gut zurückgekommen und haben die 2-Tore-Führung schnell ausgebaut und denke mal, am Ende verdient gewonnen. Kommst du gerne wieder nach Düsseldorf zurück? Ja, doch. Hier die ganzen alten, bekannten Gesichter, Freunde, Familie waren heute auch alle da und ja, ist immer wieder schön hier zu spielen. Vorgestern hast du ein wunderschönes Tor gemacht. Das Spiel habt ihr leider verloren. Was habt ihr dann heute? Habt ihr dann heute eine andere Marschroute gehabt oder wieso lief es dann heute besser? Ja, ich würde sagen, wir haben auch das letzte Spiel ziemlich gut gespielt, hätte auch für uns gut ausgehen können, haben am Ende leider nicht das Glück auf unserer Seite gehabt und ja, heute wieder über 60 Minuten, denke ich mal, gut gespielt. Wie bist du bisher, ich meine, war jetzt erst der 8. Spieltag, wie bist du bisher mit deiner Saison in Berlin zufrieden? Ja, ist okay, könnte besser sein, natürlich immer, aber so im Großen und Ganzen, denke ich mal, auch mit dem Tabellenplatz, wo wir jetzt stehen, kann man mit zufrieden sein. Und du mit deiner eigenen Leistung, mit der Reihe, in der du spielst? Doch, macht gut, macht Spaß. Wir verstehen uns ganz gut und müssen jetzt schauen, dass wir weiterhin gut spielen. Und dann denke ich, passt das. Dann sagen wir Dankeschön und gute Heimfahrt. Danke.